Deine Sitzangertut, hast du hohe Schuhe oder keinen Hut? Oder hast du etwa ein zu großes Kleid getragen, ohne vorher deine Nachbarn um Erlaubnis zu fragen? Jetzt wirst du natürlich mit Verachtung bestraft, ist eine Schande für die ganze Nachbarschaft. Du weißt das nicht allein, Note wie heißen, wenn sie sich über dich und ihre Molle zerreißen. Lass die Leute reden, nimm du die meisten Leute an, ein besseres zu tun. Lass die Leute reden, bei Tag und auch bei Nacht, lass die Leute reden. Das haben sie immer schon gemacht. Du lass das sicherlich eine Bank überfallen. Könntest du so deine Miete bezahlen? Lass den Hirn die einigen starten. Du bist wie die Liebe von Osama die Laden. Rasierst du täglich deinen Damenbart? Oder hast du einen leichten Alter leichten verschafft? Die Nachbarn haben so schon was angedeutet, also wunder dich nicht, weil die Kripo bei dir läutet. Lass die Leute reden. Meisten Leute haben einen bösesten Sinn. Es ist ja eigentlich hin, was ich fehlt, und wir tanzen hinterstander. Wenn man Mädchen erzählt und hat kein Weg, es gibt nicht nach mir nach Ansicht. Es gibt nicht mehr nach Ansicht. Und wieder mal zeigt es in den Kleinen und dann reicht es in den Garten. Es gibt dir halt auch nur ein Rutsches zu tun, nämlich du verdienst nicht eine Prostitution. Lass mich nach vor dem Busbahn noch stehen. Der Kollege eines Schwagers hat sich neulich gesehen. Lass die Leute reden, nimm es dir einfach mit. Die meisten Leute haben die Wählung aus der Bild. Und die wissen noch lange, wisst ihr das nicht? Aus Angst hast Sinn und den Wetterbericht. Lass die Leute reden, wie das immer ist. Solange die Leute reden, machen sie nicht Schlimmeres. Und dahin hat den Sache, sondern durchaus reizt. Das hilft sich aber nicht. Das ärgert sie am meisten.